Hallo und herzlich willkommen hier zurück. In diesem quadratischen Loch, das sieht mir doch sehr, sehr verdächtig aus. Da gehen wir jetzt aber nicht hin, weil ich glaube, dass das einfach ein Grafikfehler ist. Aber hier unten war noch was. Hier unten war noch etwas. Hat uns gestern unser Scanner verraten. Und vielleicht sollte ich den Scanner auch wieder benutzen, weil das Gras ist schon eher hoch. Da hinten. Ich bin voll dran vorbeigelaufen. Okay. Da. Und dann war hier hinten auch noch was. Über diesem Kamm. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So Energiekanister sind ja... Oh, Vögel. Nee, Vögel? Sieht aus wie Vögel. Ah, Vögel. Eine von 11 Kreaturen. Okay, hier geht's los. Hier geht's ab. Tamium, Tamium. Tamium. Ich dachte, hier gibt's noch eine Kiste. Also hier gibt's erstmal Tamium. Und offensichtlich kleinere Vorkommen eines radioaktiven Materials, dem ich einst verfiel, als ich ein junger Junge war, auf dem Schulhof in der Ecke, in die die Lehrer nie kamen. Guck mal. Wieso zeigt das mein bescheuerter Scanner eigentlich nicht an? Wer billig kauft, kauft zweimal. War sicher im Sonderangebot. Arschloch-Scanner. So. Oh, oh, oh. Oh, Viecher. Schöne Viecher. Platin nehmen wir noch mit, weil da steht noch Plutonium rum. Ah, ja, da, klar, steht Plutonium rum, sehe ich gerade. Ich frage mich eigentlich gerade, wofür wir so viel Platin brauchen. So langsam sollten wir vielleicht mal zurückgehen. Damit wir es noch auf einen anderen Planeten schaffen. Da ist noch Plutonium. Platin. Zack. Plutonium. Zack. 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 Ja, das ist aber ärgerlich. Wie sieht es denn mit Tamium aus? Alter, Tamium haben wir viel. Alter, Plutonium haben wir auch viel. Das Tamium nehme ich mir auf jeden Fall mit, weil das eine tragende Rolle bei der Herstellung von Warpzellen spielt. Und möglicherweise werden wir noch einige Warpzellen brauchen, wie ich dieses Spiel mittlerweile einschätze. Leider Gottes. Leider Gottes, muss man sagen. So langsam wäre es einfach schön, mal wieder irgendwo zu setteln. Da ist noch ein Mond. Nee, ist eine Raumstation. Okay. Was brauchen wir denn jetzt nicht mehr? Wir haben ein bisschen Eisen. Wir haben ein bisschen Hyperantrieb. Wir haben Bergbaustrahl. Da können wir Kohlenstoff reinwerfen. Genau. Und dann haben wir Plutonium. Hier. Und dann können wir jetzt hier erstmal wieder ein bisschen Plutonium auffüllen. Das ist doch super. Okay. Wir haben jetzt... Ich kann jetzt nicht mal umsortieren. Ach doch, ich könnte noch was rüber ins Schiff machen. Vielleicht mache ich das. Dann habe ich hier Plutonium, da habe ich Tamium. Hier habe ich wieder Plutonium. Dann habe ich Zink und dann habe ich wieder Tamium. Okay, wir brauchen noch Eisen.
Das könnten wir uns auch noch mitnehmen. Wo wir schon mal hier sind. Was ist das? Ist das? Wieder nicht Eisen. Ist das? Also aus einer Tarnumsicht hat sich das wirklich gelingt. Okay, Chrysonit. Amakrysonit? Jawohl. Jetzt laufe ich hier doch wieder die ganze Zeit drauf. Ist ja. Irgendwie ist ja schon schön. Aber Eisen wollte ich machen. Eisen wollte ich eigentlich machen. Ja, ja. Kohlenstoff? Wie sieht's mit Kohlenstoff aus? Brauchen wir auch noch. Sag mal, gibt's überhaupt Eisen? Ich bin mal gespannt, für was wir dieses neue Material. Detrium? Was auch immer. Was ist eigentlich mein Schiff? Hallo Schiff? Ach, da hinten. Eisen. Eisen. Oh, und Tamium 9. Gut, dann sind wir mit Eisen jetzt auch versorgt. Super. Wir haben auch mittlerweile so viele Nanithaufen. Wo zicken wir noch? Bestimmt mitnehmen. Detritum. Hey! Nicht die schlauste, nicht die schlechteste Methode, sich zu verstecken. Wir haben schon 6 von 11 gefunden. Nein, 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 nein. Haben wir noch? Oh, wir haben noch Platz. Dann nehme ich das doch mal mit. Ja, der Kohlenstoff. Der war auch so nicht geplant. Da oben ist mein Frachter. Sieht man den eigentlich hier? Von unten? Nee, man sieht nur dieses blöde Badge. Ach, da sind wir ja. Nee, eigentlich schön. Eigentlich schön hier, aber... Es wäre cool, wenn jetzt einfach einer landen würde und rauskommen würde. Na, perfektes Timing, würde ich sagen. Weg von diesem Planeten. Von diesem viel, viel zu angenehmen Planeten. So, next planet. Der ist unentdeckt. Den haben wir entdeckt bereits, ne? Den habe ich entdeckt und den da hinten habe ich auch entdeckt. Gut. Bleibt ja nur...
Zeitlicher Scan, das ist genau... Habe ich jetzt genau Lust zu. Wo? Wo denn? Ihr kommt auch immer zu zweit, ihr Pissnelken, ne? Hat ja super funktioniert. So, da wollte ich hin. Und wieder anders hat man. Oh, wir haben einen Reisemeilenstein erhalten. Experte. Jawohl, da fehlt uns auch nur noch einer. Was haben wir denn hier alles? Wir haben Nanithaufen. Wir haben einen Konvergenzwürfel, den ich vielleicht irgendwie verkaufen könnte. Wir haben eine Menge Sachen. Wir haben Thamium und Plutonium in rauen Mengen. Eisen ist voll. Im Schiff haben wir noch ein bisschen was hier. 13 Eisen. Kann ich hier gleich reinwerfen. Startschubdüse. Machen wir so. Den Bergbaustrahl, den laden wir auch mit Plutonium auf. Ansonsten Viridium. Da haben wir doch noch was. Nee, Temerium haben wir. Jetzt sind wir auch gleich da. Der sieht ja ein bisschen kalt aus. Ich hoffe ja tatsächlich, dass er kalt ist. Wenn nicht, müssen wir Polo zurücklassen. Ich werde nicht jetzt in ein anderes Sternsystem fliegen und dann wieder zurückkommen, nur um Polo da irgendwie eine Freude zu machen. Bin ich schon ein bisschen arg egoistisch. Wasser! Alter! Alter! Das sieht cool aus, den Meeresboden hier so sehen. Das sieht schon extrem cool aus. Da ist was, da landen wir. Ein grünender Planet. Okay, das ist auch nicht besonders lebensfeindlich. Das war's dann wohl mit der Hoffnung, dass wir irgendwie Polo noch glücklich machen können. Hier ist nichts drin, oder? Nicht, dass ich sehe. Ich will es aber einfach mal sehen. Schön. Guck mal, da unten haben wir sogar noch was. Oh. Also, okay. Das habe ich ja ganz vergessen. Oh. Ist ein Raumschiff, oder? Nein, eine Drohne. Oh, es sind so viele für eine 4 von 13. Hier ist ja noch mehr los als auf dem letzten Planeten. Oh, der ist süß. Der sieht aus wie so ein... Wie heißen diese kleinen, dicken Hunde, die nicht laufen können? Möpse, ne?
So sieht das aus. Hier war schon jemand. Ups. Alles etwas unruhig gerade. Was sind da für Dinge? Was sind das für Dinge? Das sieht so gut aus. Das sieht so gut einfach aus. Aber wir haben einen Wissensstein gefunden. Und ich würde sagen, jetzt fliegen wir. Fliegen wir nochmal zur Raumstation, um ein bisschen Platz zu machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sollen wir nicht? Ich entdecke gar keine neuen Spezies mehr. Das ist alles. Alles schon bekannt. Gut, wir fliegen zurück. Irgendwie auch, wenn er so schön aussieht hier. Nee, wir fliegen nicht zurück. Doch, wir fliegen zurück, aber wir fliegen nicht zur Raumstation. Sondern wir werden jetzt einfach in ein nächstes Sternensystem fliegen. Und da werden wir natürlich auf eine Raumstation treffen. Oho. Oho. Schwarzes Loch. Fliegen wir hin? Fliegen wir hin? Da. Wo geht's hin? Da. Zack. Was ist das? Da sind wir. Ein Sprung. Okay. Und wir werden auch jetzt, wir werden direkt ins schwarze Loch fliegen, glaube ich. Denn möglicherweise brauchen wir danach wieder Dinge zum Reparieren. Und wenn ich jetzt irgendwas verkaufe, was ich nicht glaube, dass ich das verkaufe. Aber wer weiß das schon? Und los geht's. Weiter geht's ins Zentrum der Galaxis. Oh. Und direkt im Krieg angekommen. Erstmal auf die Raumstation. Wow, beziehungsweise Moment. Was haben wir denn hier für einen Kanonenschaden? Das ist natürlich maximal praktisch. Achso, der ist leer. Da, der ist. Zack. Alles gut. Okay, wir fliegen zur Raumstation. Da. Okay, hier Vollgas geben bringt genau gar nichts. Schön, dass ich mich so raushalte wie so eine feige Nuss. Und diese Landung nehme ich jetzt zum Anlass, um mich bereits von euch zu verabschieden. Wir sehen uns morgen wieder und dann schauen wir mal, wo uns der Weg des Atlas hinzeigt. Bis dahin also alles Gute und ciao mit V.